Okay, dann würde ich jetzt in diesem Video mal einmal kurz versuchen zu demonstrieren, wie man diese wunderschöne Aufgabe zum Ausgleichsvorgang löst. Und zwar vielleicht nicht so, wie das hier in der Aufgabenstellung direkt drin steht, sondern unter Nutzung der Zweipoltheorie, weil hier sind zwei Widerstände, also zumindest für den analytischen Ausdruck für das I von C. Und vielleicht, wenn wir das gemacht haben und ich noch ein bisschen Zeit habe, dann zeige ich die ursprüngliche Lösung. Also wenn wir mal anfangen mit dem Aufgabenteil A, die Ströme I1 und I2 kurz vor dem Einschalten, also wenn der Schalter hier offen ist, dann kann natürlich in dem Zweig hinten kein Strom fließen, dann kann einfach nur Strom in dieser Masche hier durch diese Zweige lang fließen. Und dann kann man sich überlegen, der Strom I1 muss dann genauso groß sein wie der Strom I2 und die ergeben sich einfach so, wie man das nach den Regeln, die man im ersten Semester in Elektrotechnik, Grundlagen der Elektrotechnik 1 lernt, aus Gesamtspannung, und das ist die Quellspannung UQ durch den Gesamtwiderstand in dieser Masche, das sind die Widerstände R1, R2, und dann kann man hier die Werte einsetzen, 50 und 50 Ohm zusammen sind 100 Ohm, 10 Volt durch 100 Ohm ergibt 0,1 oder 1 Zehntel Ampere. Okay, das ist Aufgabenteil A. Dann mache ich mal in Rot den Aufgabenteil B. Die Ströme I1, I2 und I10 kurz nach dem Einschalten. Wenn man jetzt diesen Schalter hier zumacht und der Kondensator vorher ungeladen war, das steht ja hier, die Kondensatorspannung ist vor dem Einschalten gleich 0, ja, dann wirkt der Kondensator im Schaltvorgang wie ein Kurzschluss. Das heißt, der gesamte Strom, der hier kommt, der wird auf einmal hier lang fließen und nicht mehr über den Widerstand fließen. Das heißt, kurz nach dem Einschalten fließt der Strom nur hier lang, so wie ich jetzt diese rote Masche markiere. Und zurück zur Quelle. Also das heißt, der Strom I2 ist in dem Fall 0 und die Ströme I1 und IC, die sind gleich groß und ergeben sich einfach aus UQ durch R1. UQ durch diesen Widerstand, 10 Volt durch 50 Ohm ergibt dann 0,2 Ampere. So, und dann ist noch die Frage, wenn wir jetzt einfach sehr lange warten, was passiert dann? Naja, wenn man lange wartet, ist der Kondensator irgendwann auf die Quellspannung aufgeladen. Das heißt nicht so richtig auf die Quellspannung, aber irgendwann ist der Kondensator aufgeladen und der Kondensator wird dann aufgeladen sein auf die Spannung, die über dem Widerstand R2 abfällt. Na, also irgendwann ist der Kondensator aufgeladen, wenn sich hier der Strom ergibt sich ja ganz, ganz allgemein, schreibe ich mal in schwarz hin, aus C mal DUC nach DT. Und wenn ich einfach lange warte, wird der Kondensator aufgeladen sein, wird sich diese Spannung nicht mehr ändern. Wenn sich diese Spannung nicht mehr ändert, fließt ja auch kein Strom mehr. Das heißt, wir haben die gleichen Bedingungen wie am Anfang, dass der Strom einfach hier vorne in dieser Masche fließt. Und das heißt, da passiert das Gleiche wie da oben. Der Strom IC ist 0 und die Ströme I1 und I2 sind wieder gleich groß und 0,1 Ampere vom Wert her. So, und der letzte Teil, der ist jetzt so ein bisschen trickreich. Also vielleicht löse ich den jetzt mal erstmal so, wie es eigentlich in der Aufgabe vorgesehen ist, weil wir jetzt auch so angefangen haben. Und dann kann man sich überlegen, wenn einem eigentlich egal ist, was hier in R1 und R2 passiert und es wirklich nur um den Strom und die Spannung durch den Kondensator geht, hier an der Kapazität, kann man das auch so ein bisschen zusammenfassen. Also, ja, versuchen wir mal, analytische Ausdrücke durch Lösen der Differentialgleichung aufzustellen. Dafür wechsle ich mal wieder in meinen schwarzen Stift. Und das, was man jetzt machen muss, um diese Aufgabe zu lösen, ist, man stellt Maschensätze auf, Knotensätze auf und Stromspannungsbeziehungen auf. Das, was man immer so macht, wenn man Netzwerke berechnet. Also packen wir mal hier eine Masche 1 rein und hier eine Masche 2. Und
bezeichnen oder ja, zeichnen noch ein paar Spannungspfeile ein, die ich jetzt immer genauso in die Richtung wie die Strompfeile einzeichne. Und dann wäre der Maschensatz in der ersten Masche, würde uns dann sagen, UQ, die Quellspannung muss genauso groß sein wie die Spannung UR1 von T plus die Spannung UR2 von T. Der Maschensatz in der zweiten Masche sagt uns, die Spannung über den Widerstand R2 ist genauso groß wie die Spannung über der Kapazität. Eigentlich könnte ich da auch nur eine Spannung für hinschreiben, UC von T. So, dann brauchen wir noch einen Knotensatz hier an diesem Knoten am Knoten A. Den schreibe ich mal hier hin, Knotensatz am Knoten A. Der sagt uns, der Strom, der auf den Knoten zufließt, der Strom I1, muss genauso groß sein wie die Summe der abfließenden Ströme I2 von T plus IC von T. Jetzt haben wir Maschensätze, die Spannung ins Verhältnis setzen, Knotensätze, die Ströme ins Verhältnis setzen. Jetzt brauchen wir noch Strom-Spannungsbeziehungen an den Bauelementen. Für die Kapazität habe ich die schon hingeschrieben. Für die Widerstände schreibe ich die mal noch hier hin. UR1 von T wäre R1 mal I1 von T. Und das kann ich auch genauso für den zweiten Widerstand hinschreiben. Und vielleicht hilft es auch noch, vielleicht brauche ich das später noch, deswegen schreibe ich es mal direkt hin, diese Gleichung andersrum aufzuschreiben, dass ich den Strom ausrechnen kann aus der Spannung, indem ich durch den Widerstand teile. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für den zweiten Strom, UR2 von T durch R2. Und das hier muss der Widerstand R1 sein. So, und jetzt kann man kurz zählen. Also wir haben 1, 2, 3 unbekannte Ströme und 1, 2, 3 unbekannte Spannungen. Wir haben insgesamt 6 unbekannte Größen und wir haben auch 1, 2, 3 Knoten- und Maschengleichungen hingeschrieben und 1, 2, 3 Stromspannungsbeziehungen hingeschrieben. Die hier hinten, die zählen nicht, das sind ja die gleichen wie hier, die sind nur umgestellt. Also wir haben jetzt 6 Gleichungen für 6 unbekannte Größen. Das hört sich prinzipiell lösbar an. Jetzt ist eigentlich die Elektrotechnik vorbei. Jetzt besteht die Schwierigkeit darin, aus diesen 6 Gleichungen für 6 Unbekannte eine Gleichung mit einer Unbekannten zu machen, um zum Beispiel jetzt den Strom IC von T zu bestimmen oder die Spannung UC von T zu bestimmen, irgendwie sowas in der Art. Und jetzt, ja, jetzt braucht man einfach so ein bisschen mathematisches Gespür, sage ich mal so, um da so ein bisschen drauf zu schauen, was hier Schönes passiert. Also wenn wir jetzt diese Gleichung nehmen, I1 und I2, und die jetzt in den Knotensatz einsetzen, dann können wir auf jeden Fall schon mal die Ströme durch Spannungen ersetzen. Und die Spannung UR2, das sagt uns der Maschensatz, die lässt sich ja auch ausdrücken durch die Spannung UC. Und die Spannung UR1, das sagt uns der erste Maschensatz, lässt sich ausdrücken durch UQ und UR2. Und UR2 ist ja wieder UC. Und dann habe ich nur noch UC als einzige Unbekannte da drin. Also ich nehme mal jetzt hier so einen sehr leichten gelben Strich, um das zu kennzeichnen. Ich nehme jetzt diese beiden Gleichungen, ja, und setze die jetzt hier und dort ein. Und dann nehme ich diese Gleichung hier, jetzt nehme ich mal noch eine andere wilde Farbe, dann nehme ich die Gleichung hier und setze die hier ein und ich und vor allem setze ich die auch hier hinten ein und dann nehme ich noch Orange und jetzt nehme ich die Gleichung und setze die hier ein. Also um jetzt diesen Weg zu zeigen. Ja, das ist so ein bisschen das, was eigentlich vielleicht der trickreiche Teil ist an dieser Aufgabe, sich das zu überlegen. So, und dann, also schreibe ich jetzt mal, mache ich weiter mit dem Knotensatz, dann steht da erstmal UR1 von T durch R1 ist gleich UR2 von T durch R2
plus IC von T. Und für IC von T setze ich jetzt schon mal das ein, das kann ich vielleicht als letztes hier noch ergänzen, die Gleichung nehme ich jetzt. Und dann habe ich ja auch wirklich, kann man gucken, dann habe ich alle Gleichungen verwendet und irgendwie alle Gleichungen ineinander eingesetzt, aber nicht einfach so, sondern mit Sinn und Verstand. So, plus C mal DUC von T nach DT. So, anstatt UR2 kann ich direkt UC schreiben und anstatt UR1 von T kann ich jetzt schreiben, das ist UQ minus UR2 und U2 ist UC. Also hier kann ich mit einem langen Bruchstrich schreiben, das ist das gleiche wie UQ minus UC von T. Und siehe da, ich habe jetzt eine Gleichung, die nur noch von einer Unbekannten abhängt, nämlich von dem UC. Die muss ich jetzt mal noch so ein bisschen ordnen und sortieren. Dafür würde ich gerne diese Brüche hier wegbekommen, deswegen erweitere ich diese Gleichung mal mit R1 und R2. Oder vielleicht erweitere ich nur mit R1. Ich glaube, das ist erstmal schöner, weil ich dann hier vorne auf jeden Fall das R1 wegbekomme und das UC muss dann mal noch auf die andere Seite rüber. Also dann steht hier UQ, auf der Seite bleibt nur das UQ stehen. Das UC hole ich mir auf die andere Seite rüber. So, hier drüben steht R1 durch R2 plus nochmal ein weiteres UC von hier drüben, wenn ich das rüber addiere, mal UC plus R1 mal C mal DUC von T nach DT. Und das ist jetzt die berühmte Differentialgleichung erster Ordnung, linear mit konstanten Koeffizienten. Und die kann ich jetzt lösen nach den Regeln, die man da so hat, indem wir erstmal uns die homogene Differentialgleichung anschauen, also die Seite mit der Quelle 0 setzen. Das schreibe ich jetzt nicht ab. Ich streiche das mal mit einer anderen Farbe durch und sage, wir lösen jetzt zunächst mal die homogene Differenzgleichung, dann können wir drauf schauen. Jetzt soll die Funktion an sich, das UC von T und die Ableitung, die sollen zusammen immer 0 ergeben. Damit die zusammen immer 0 ergeben, müssen die natürlich irgendwie gleich sein. Jetzt kann man sich überlegen, bei welcher Funktion ist das denn so, dass die Funktion an sich und die erste Ableitung immer gleich sind, damit die zusammen immer 0 ergeben sollen oder 0 ergeben können. Naja, überlege, bei welcher Funktion ist das so? Natürlich bei der E-Funktion. Also eine E-Funktion wird uns jetzt diese Differentialgleichung lösen, eine E-Funktion, die von t abhängt. Aber ich kann nicht einfach e hoch t hinschreiben, weil das geht nicht. T ist ja eine Zeit. Ich kann nur e hoch eine Zahl rechnen, e hoch, nicht e hoch eine Einheit. Also muss noch irgendwas vor dem t stehen, was mir die Einheit der Zeit kaputt macht. Und das nenne ich Lambda. Und also so, dass die Einheit von t Sekunden ist und die Einheit von Lambda 1 durch Sekunde ist, sodass das beides was Einheitenloses ergibt und ich e hoch eine Zahl rechnen kann. Dann kommt natürlich eine Zahl raus. Ich will aber eine Spannung haben, also muss noch irgendwas vor der e-Funktion stehen. Das nenne ich mal k, sodass die Einheit von dem k Volt ist, so dass da eine Spannung am Ende rauskommen kann. Jetzt kann man sich auch ein bisschen so überlegen, ich nehme mal irgendwie eine andere Farbe, dass ich die E-Funktion so von der Skalierung her anpassen muss auf das Problem. Und das, was das K macht, was vor der E-Funktion steht, das skaliert die E-Funktion in vertikaler Richtung und das Lambda, was direkt vor dem T steht, das skaliert die E-Funktion in horizontaler Richtung. Deshalb braucht man dann das K und das Lambda. So, und jetzt kann man natürlich sagen, das ist mein Ansatz, den ich da reinbaue. Das ist so das, was die MathematikerInnen machen. Die schauen da scharf drauf, sagen, irgendwie müsste das eine E-Funktion sein, raten eine Lösung, zeigen, dass die geratene Lösung richtig ist. Das ist, man wählt einen Ansatz. Jetzt brauchen wir noch die Ableitung davon, DUC von T nach dt und ja, der konstante Faktor sagt uns, die Faktorregel kommt davor, die e-Funktion abgeleitet ist die e-Funktion, aber wir brauchen noch, weil das eine verkettete Funktion ist, die innere Ableitung, das Lambda. Und jetzt kann ich diese beiden Sachen nehmen und die wieder jeweils
hier und dort einsetzen in diese Gleichung und die abschreiben. Also für die homogene Gleichung mache ich mal in blau. Dann steht da 0 ist R1 durch R2 plus 1 mal K mal E hoch Lambda T, den Ansatz eingesetzt, plus R1 mal C mal K mal E hoch Lambda T mal Lambda, die Ableitung eingesetzt. Und das nehme ich jetzt und teile das durch K, um das K hier rauszubekommen, und teile das durch die E-Funktion, um die E-Funktion da rauszustreichen. Und ich kann auch problemlos durch K und durch die E-Funktion teilen, weil die sollten beide nicht 0 sein. Wenn K 0 wäre, würde das zwar die Lösung, die Differentialgleichung erfüllen, weil da einfach irgendwie 0 plus 0 steht. Das wäre aber eine triviale Lösung. Die E-Funktion wird auch nicht 0. Deswegen kann ich durch K und durch die E-Funktion teilen und kriege jetzt das, was wir jetzt hingeschrieben haben, ist die sogenannte charakteristische Gleichung. So, und die kann ich jetzt nach Lambda umstellen. Damit habe ich das Lambda bestimmt. Also stelle ich das mal nach Lambda um. Schreibe das mal hier vorne hin. Lambda wäre also das hier auf die andere Seite geholt, minus R1 durch R2 plus 1 geteilt durch R1 mal C. Und dann kann man sich überlegen, dass das von den Einheiten her passt, wie vorhin schon mal irgendwie diskutiert, die Einheit von dem R ist Ohm und Ohm sind Volt pro Ampere und die Einheit von der Kapazität sind Farad sind Ampersekunde pro Volt. Wenn ich die jetzt miteinander multipliziere, kürzen sich die Ampere und die Volt, da bleibt Sekunde über, Sekunde unterm Bruchstrich ist genau das, was wir haben wollen. Hier oben bei dem Ohm durch Ohm kürzen sich die Einheiten weg, muss ja auch so sein, sonst könnte ich keine 1 addieren in dieser Zeile. Also die Einheit von dem Lambda passt schon mal zu dem, was wir hier oben gefordert haben. Kurzer Plausibilitätscheck zwischendrin. Okay, wir kennen jetzt das Lambda, jetzt brauchen wir als nächstes das K. Und das K kriegen wir aus der Anfangsbedingung, aber vorher brauchen wir noch die partikuläre Lösung. Also das, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben, das ist die flüchtige Lösung, das ist die UCFL, die flüchtige Lösung dieser homogenen Differentialgleichung. Jetzt brauchen wir noch die partikuläre Lösung, nenne ich mal PT. Und das ist einfach das, was sich für die Spannung UC ergibt, wenn die Zeit gegen unendlich geht. Also wir warten einfach sehr lange, bis dieser Ausgleichsvorgang abgeschlossen ist. Und deswegen haben wir uns ja hier genau darüber Gedanken gemacht, was hier passiert. Da sollte der Strom 0 sein. Und wenn der Strom 0 ist, dann ist die, das kann ich mal nochmal hier in der grünen Farbe hinschreiben, für das, ja, dann fließen 0,1 Ampere durch diesen 50 Ohm Widerstand und dementsprechend fallen nach 5 Volt ab genau die Hälfte der Quellspannung. Also das UR2 und das UC in dem Fall sind 5 Volt. Und das ist genau die Lösung, die wir hier haben als partikuläre Lösung. Okay, und damit ergibt sich jetzt eine Gesamtlösung für das UC von T, nämlich unsere flüchtige Lösung von oben plus diese partikuläre Lösung von hier unten. Und die flüchtige Lösung war ja K mal E hoch Lambda T, K mal E hoch Lambda T, und die partikuläre Lösung waren 5 Volt. Und jetzt kommt die Anfangsbedingung ins Spiel. Und die Anfangsbedingung sagt uns, die Spannung UC zum Zeitpunkt 0, die sollte ja 0 sein. Das steht hier in der Aufgabe. Die Kondensatorspannung ist vor dem Einschalten gleich 0. Und das heißt, das setze ich jetzt mal hier ein, dann steht da K mal E hoch Lambda mal 0, weil die Zeit ist ja 0 plus 5 Volt. Jetzt muss man sich überlegen, E hoch 0, wie alles hoch 0 oder das meiste hoch 0 ergibt 1.
Und damit dann K plus 5 Volt 0 ergibt, folgt daraus natürlich, dass das K minus 5 Volt sein muss. So, und damit können wir jetzt diese Gesamtlösung auch schreiben. Also K ist minus 5 Volt, dann kann man die 5 Volt ausklammern und kann schreiben UC von T. Unsere Lösung sind 5 Volt mal 1 minus E hoch minus, nee, nicht minus, E hoch Lambda mal T. Das Lambda schreibe ich jetzt nicht mit ab, weil das hier so kompliziert ist. Das müsste man jetzt da nochmal ablesen. Aber das ist auf jeden Fall die Gesamtlösung für die Spannung UC von T. Und die kann ich jetzt natürlich wieder nehmen. Das kriege ich jetzt hier nicht mehr auf das Blatt geschrieben. Aber das ist jetzt, sage ich mal, der nächste Schritt vergleichsweise trivial. Ich nehme jetzt das und setze das hier ein und leite das einmal ab. E-Funktion ableiten ist kein Problem. Konstante ableiten ist auch kein Problem. Wird 0. Dann kriege ich den Strom IC von T raus. Dann kann ich mir auch aus der Gleichung hier unten den Strom zusammenbasteln, den Strom I2 von T, weil anstatt des R2 hier kann ich ja auch hinschreiben, kann ich ja hinter noch mal ergänzen, ganz bisschen Platz ist ja noch, UC von T durch R2. Also kann ich das UC von T auch nehmen und hier einsetzen, dann kriege ich den zweiten Strom raus. Und dann kann ich die beiden Ströme wieder folgen und dieser gelben Linie hier zusammenbauen. Nee, eigentlich muss jetzt muss noch eine andere Linie kommen. Nein, diese lila hier. Ne? Jetzt nehme ich den einen Strom von hier und den anderen Strom von hier unten, setze den in den Knotensatz ein, dann kriege ich auch den Strom I1 von hier raus. Das ist jetzt ein vergleichsweise trivialer Schritt, den würde ich jetzt nicht zeigen. Damit ist diese Aufgabe erstmal soweit gelöst. Grafisch darstellen müsste man es jetzt auch noch. Da habe ich jetzt hier nicht mehr genug Platz drauf, das zu machen. E-Funktion zeichnen. Ich sag mal so, das kriegt man hin. Oder da gibt es andere Videos, die man sich angucken kann, wie man jetzt das hier plottet. Oder man gibt es einfach ein MATLAB-Oktav ein, um das jetzt mal auszuprobieren, so wie das so aussieht. Das soll jetzt aber erstmal die Lösung gewesen sein für diese Aufgabe in ihrer vollen Pracht und Schönheit ohne Nutzung der Zwei-Pol-Theorie.